Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Real und Digital. Mein Name ist Roger Hassler und heute schauen wir uns einmal den ganz nagelneuen Karton von Reflex an, und zwar das Artboard. Das ist der offizielle Nachfolger vom Schoellershammer 4GD-Karton, bei dem halt tausende von Illustratoren weltweit halt immer gerne mitgearbeitet haben. Der ist nicht mehr erhältlich, aber jetzt gibt es den Artboard von Reflex. Sieht so aus, ja. Schön dick, weiß, glatt. Und wir schauen uns in den nächsten Minuten einmal an, was man mit diesem Artboard alles Tolles machen kann. Und da geht es mir vor allem darum, dass ich euch zeige, dass man da gut drauf schaben kann, dass man da gut drauf radieren kann, dass man nass arbeitet und wie Maskierfilm darauf reagiert. Ich habe mir das in verschiedenen Anwendungsmotiven einmal halt angeschaut, den Karton, und auch so ein Testpanel einmal für euch gemacht. Und wir haben aber zusätzlich auch noch einen Beitrag in der aktuellen Era Step by Step. Da habe ich nochmal ein Review mit reingeschrieben und auch mein Besuch bei der Papierfabrik. Das könnt ihr hier in der aktuellen Ausgabe 78 einmal nachlesen. Und ganz wichtig auch noch, in der nächsten Ausgabe, Ausgabe 79, da gibt es für alle Abonnenten ein kostenloses Artboard mit dazu zum Ausprobieren. Also nicht vergessen, Era Step by Step abonnieren, dann bekommt ihr in Ausgabe 79 dann einen kostenlosen Bogen Artboard von Reflex mit dabei. So, jetzt geht's aber endlich los mit meinem Test zum Artboard von Reflex. Film ab! Ja, hier sehen wir meinen ersten Testbogen des Artboards, und das Besondere ist, dass man hier auf beiden Seiten arbeiten kann. Also wenn man mal auf einer Seite was ausprobieren möchte, eine Farbe, eine Technik, und auf der anderen Seite kann man dann halt sein Motiv dann darauf realisieren. So, aber auf dieser Seite wollen wir ja auch erstmal schauen, was man auf dieser Oberfläche alles Tolles machen kann. Hier seht ihr nochmal im Vergleich ein Bogen Kopierpapier. Das ist natürlich ein Tucken heller noch, ja. Aber trotzdem ist im Vergleich zum Schoellershammer 4G-Dick der Artboard auch nochmal deutlich weißer geworden. So, ich bin also auf jeden Fall ganz interessiert, was passiert mit dem Maskierfilm. Ja, draufkleben, das ist immer unproblematisch. Aber nachher beim Abziehen wird es natürlich auf jeden Fall interessant. Aber man merkt jetzt hier auch schon beim Aufziehen, dass das gut klappt. Und wenn man mal halt was hochzieht, dann merkt man halt auch, dass das halt alles wieder gut abgeht. Dann das Einschneiden des Maskierfilms. Ich habe ja hier drei Rechtecke vorbereitet, in denen meine Teststreifen gleich realisiert werden. Und auch hier beim Schneiden, da merkt man also schon, dass der Karton richtig schön hart ist und dass man da auch gut aufdrücken kann, ohne großartig die Oberfläche des Kartons zu verletzen. Und ich meine, es ist auf jeden Fall deutlich nochmal härter als der Schoellershammer 4G-Dick. So, jetzt habe ich die drei Streifen ausgeschnitten und wie ihr seht, ich verwende hier drei verschiedene Testfarben. Und das sind hier einmal die Firma Schminke. Da nehme ich hier so einen blauen Farbton und spritze dann von oben nach unten mit einem bisschen Wasseranteil den Farbverlauf halt ein. Und da kann man erstmal sehen, wie die Farbe halt grundsätzlich drauf steht, wie satt man die Farbe auftragen muss, damit sie halt auf dem Karton halt gut sichtbar wird. Das Ganze wird dann erstmal ein bisschen trocknen. Im zweiten Panel, da sprühe ich jetzt einen Farbverlauf mit der Createx Illustration Farbe auf. So, auch hier mal mehrere Schichten. Ich habe die Farbe auch ein bisschen mit Wasser verdünnt. Ja, und dann im dritten Panel, da nehme ich die Hansa Pro Color ebenfalls mit Wasser verdünnt. Und zwar hier diesmal ein Schwarz. Das braucht man zum Beispiel mal vielleicht auch für Schwarz-Weiß-Porträts. Auch hier gerne mehrere Schichten, weil das simuliert natürlich halt auch den realen Prozess, dass man halt da Schwarztöne zum Beispiel aufbaut mit verschiedenen Graustufen. Und da will man natürlich halt auch radieren, kratzen, schaben, ganzen Disziplinen, die man halt so kennt.
So, ich ziehe mal den Maskierfilm ab und da merkt man schon, ha, das klappt wirklich gut. Ich habe auch kaum Farbe untergelaufen. Nur dann, wenn ich zu viel Gas gegeben habe oder wenn der Maskierfilm vielleicht nicht hundertprozentig geklebt hat. Aber im Großen und Ganzen wirklich sehr schön. Und ja, als erstes bin ich natürlich neugierig, was passiert hier mit dem Radierstift. Ich nehme mal die weiche Seite, das ist hier die rosane Seite von dem Stift und radiere hier Farbe weg. Und da ist halt wirklich schön sichtbar, dass man halt je nach Andruck des Stiftes mehr oder weniger Farbe wegradieren kann. Jetzt nehme ich mal die harte Seite, auch das funktioniert prima. Ihr seht halt im oberen Bereich, wo halt mehrere Farbschichten drauf sind, da braucht man ein bisschen mehr Geduld, aber es funktioniert immer noch sehr gut. Und im unteren Bereich geht das Ganze natürlich ein bisschen schneller, da ja auch weniger Farbpigmente rumliegen. So, das Ganze mache ich aber auch nochmal mit der Createx Illustration Color. Auch hier ähnlich wie bei der Schminke, überhaupt keine Probleme zu radieren. Das Radieren mache ich hier Spaß. Zumal man hier auch wirklich in verschiedenen Abstufungen halt radieren kann. Und das andere natürlich auch nochmal mit der Hansa Pro Color Farbe auf der rechten Seite. Auch hier sieht man, wie fein man halt diese Farbe halt mit der rosa Seite und auch mit der hellen Seite rausradieren kann. Also im Grunde bei allen drei Farbherstellern ein hervorragendes Ergebnis beim Radieren. So, kommen wir zum Elektroradierer. Da hat man natürlich nicht ganz so viel Einfluss. Da kann man verschiedene Radierspitzen nehmen. Ist also hier wirklich punktuell einmal gemacht. Und ihr seht also wirklich on Detail, kann man hier die Punkte herausradieren ohne Probleme. Und das möchte man natürlich halt auch. Also man kommt hier wirklich nochmal bis zum Karton halt runter und bekommt dadurch einen hellen Punkt. Und ich habe jetzt immer noch einen zweiten Elektroradierer mit einem anderen Motor. Und auch da, gerade im oberen Bereich, lässt sich das hervorragend radieren und die Farbe wieder wegnehmen. Dann habe ich hier nochmal so einen handelsüblichen Radierstift auch mit so einer breiten Seite. Auch hier sieht man bei allen drei Farbherstellern auf diesem Artboard überhaupt kein Problem. Und so, jetzt wird es nochmal interessant, das Wegschaben der Farbe, geht das gut oder geht das schlecht? Und ihr seht, es geht hervorragend. Ja? Also nochmal deutlich besser, man hat fast keine Gefühl, dass man irgendwie die Oberfläche kaputt machen könnte, sondern man kann halt hier, wenn man wirklich das Skalpell richtig schön flach hält, kann man also wirklich hervorragend die Farbe herausschaben aus dem Malgrund, ohne dass die Papieroberfläche zerstört wird. Ja, ich habe in der Zwischenzeit auch nochmal die Farben aquarellig aufgetragen, also mit viel Wasseranteil, mit einem Pinsel, ja, und das hinterlässt natürlich hier auch interessante Strukturen. Und da ist es halt auch interessant, was passiert nach der Trocknung, ja, also mit einem Skalpell-Farbeschaben, hier mit dem Radierstift, ja, wo gibt es da die Unterschiede, wo klappt das halt ganz gut? Man sieht natürlich halt unterschiedliche Farbaufträge, harte Kanten, aber trotzdem auch hier nach diesem sehr nasse-nass-Technik auf dem Malgrund lässt sich die Farbe hier hervorragend radieren und schaben. Und das Ganze natürlich halt hier auch nochmal im Test mit dem Elektroradierer und das funktioniert ebenfalls sehr, sehr gut. So, dann haben wir hier einmal einen weiteren Anwendungstest. Ich habe hier so einen Maskierfilm und einmal ein Klebeband. Und das lässt sich hervorragend aufkleben und auch ausschneiden. Beim Schneiden merkt man auch hier beim Maskierfilm, wie schon eingangs erwähnt, dass man hier wirklich diese Härte des Kartons halt spürt. Dann habe ich hier noch einen weiteren Radierstift, nochmal einen anderen und radiere da halt die Konturen meiner Wolkenformation aus. Die Farbe ist vorher mit Wasser verdünnt worden. Und jetzt kann ich hier mit den verschiedenen Radierstiften die Farbe halt rausradieren, um Strukturen halt zu erzeugen, um die harte Kante dieser Wolken halt zu erzeugen. Und auch das, wie man hier sieht, klappt auf dem Artboard hervorragend. So,
So, dann geht es weiter im unteren Bereich dieser Illustration. Hier möchte ich ganz, ganz weit entfernte Details halt herausradieren. Habe hier verschiedene Farben aufgetragen, pro Color gelb und dann mit einem Blau gemischt und kann jetzt hier ganz detailliert so ein bisschen die Oberfläche von diesen Grashalmen herausradieren. Und da arbeite ich ganz schnell, das klappt also hervorragend. Und hier sieht man halt Farbe aufgetragen, dann Maskierfilm drauf ausgesprüht und dann zieht man den Maskierfilm über die zuvor aufgetragenen Farben wieder drauf, ohne dass die Farbe zerstört wird oder mitgenommen wird. Also hier wirklich eine ganz hervorragende Eigenschaft, dass man halt auch mit Maskierfilm arbeiten kann. Hier sieht man halt das Maskierband. Das wird jetzt hier richtig mit Gewalt abgezogen und auch da gibt es überhaupt keine Probleme an der Oberfläche. Es wird keine Faser nach oben aufgezogen. Ich habe hier ein hervorragendes Ergebnis mit scharfen Kanten und das ist natürlich äußerst wichtig, dass das funktioniert. Auch hier bei meiner nächsten Illustration einfach den Maskierfilm gewaltmäßig abreißen, ohne Probleme bei der Oberflächenstruktur. So, ich sprühe jetzt hier nochmal direkt an der Kante. Man merkt also hier auch richtig, wie erhaben der Maskierfilm ist. Und sprühe jetzt hier nochmal an der Kante entlang und klebe jetzt zusätzlich auf der schon vorhandenen Maskierfilm nochmal einen weiteren Maskierfilm auf, zu sehen, wie agieren jetzt diese beiden Maskierungen übereinander, vor allem an dem Schnittpunkt. Also ich drücke das hier schön mit dem Finger auf und kann jetzt mit meinem Airbrush-Gerät die ganze Sache dann halt ausmalen. Auch hier habe ich hier verschiedene Maskierungen übereinander liegen und ziehe jetzt meinen Maskierfilm weg und man sieht, man bekommt wirklich eine hervorragend scharfe Kante und der Maskierfilm lässt sich auf dem getrockneten unteren Farbschicht wirklich hervorragend wegziehen. Natürlich kann man auch mit einem Pinsel und Acrylfarbe super auf diesem Malgrund agieren. Ja, hier sieht man, dass die Farbe ganz toll halt damit aufgemalt werden kann durch die Oberflächenstruktur des Artboards. Ja, jetzt konntet ihr halt also einmal sehen, dass man mit vielen verschiedenen Farbherstellern hervorragend auf dem neuen Artboard arbeiten kann. Ihr habt gesehen, dass man darauf schaben kann, radieren kann, mit Maskierfilm und Klebeband arbeiten kann, mit Pinsel nass in nass. Das ist alles mit dem neuen Artboard möglich. Also ihr merkt schon, ich bin sehr, sehr, sehr begeistert über diese Option, dass man da halt so einen tollen Illustrationskarton jetzt an die Hand bekommt, um seine Motive zu realisieren. Der Reflex Artboard, der ist erhältlich im Airbrush Fachhandel in den Größen 25x35, 50x70, also ein Klassikerformat und auch in 70x100. Zentimeter. Wer das Artboard gerne mal auch testen möchte, der hat, wie vorhin schon erwähnt, die Möglichkeit, ein kostenloses Testboard zu bekommen. Alle Abonnenten der Airbrush Step-by-Step Magazin-Ausgaben bekommen halt ein kostenloses Artboard. Also dann noch der Hinweis auf mein Review in der aktuellen Ausgabe Nummer 78 des Airbus Step by Step Magazins und auch nochmal der Hinweis auf meine Reportage, meinen Bericht zur Papierfabrik Reflex und bei dem Papierverarbeiter Maispies in der aktuellen Ausgabe 78. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Airbrushen, beim Ausprobieren des neuen Artboards und bei den nächsten Podcast-Folgen von Real und Digital. Lasst mir bitte einen Daumen nach oben und gerne den Kanal abonnieren. Bis bald, euer Roger Hassler.